So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, Part 90. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen leiser schalten. Ansonsten ist soweit alles okay und das ist okay und ja, eigentlich alles soweit ganz gut. Supi. Ist jetzt gerade ein bisschen laut hier am Wasserfall. Wir haben ja jetzt diesen Brief von Xardas bekommen und können den Shit öffnen. Xarak Bendardo. Im Einband des Schlüssels ist ein Schlüssel versteckt. Okay. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Lucias Abschiedsbrief, Xardas Brief. So, ich hatte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle seiner bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdorath suchen. Das Buch, das du Pyroka gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musstest dir wieder beschaffen, die Worte Xara Bendarak. Okay, das haben wir schon gelesen. Zerknüllter Brief. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Okay, Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Ich weiß, was das ist. Das ist im Kloster. So, was haben wir denn hier? Warum ist das denn alles so voll? Licht? Verstehe ich. Okay. Brauchen wir nicht. Was ist denn auf der 7? Okay. 4, 5, 6, 7. Wieso ist das nicht auf der 9? So, okay. Gut. Lass mich mal kurz gucken. Eintopf. Wenn ich Tekla Kräuter von der Heilerin Sagitta bringe, kocht sie mir noch einen Eintopf. Sagitta lebt hinter Sekops Hof. Habe ich irgendwelche Tränke, die mich schneller machen? Nein, aber ich kann sowieso nochmal, bevor ich jetzt hier anfange. Taverne, Hafenstadt, Miental, Corinus, Dämonenturm, Burg. Großbauer. Gut. Ich habe voll Bock auf diesen Eintopf von der Sagitta. Nicht von der Sagitta, sondern von der Tekla. Und deswegen werde ich den auch benutzen. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Und ja, naja, was hast du wieder? Und so, wir gehen jetzt zur Sagitta. Holen was von ihr, geben ihr was, geben es der Tekla wieder, dann können wir uns wieder zum Bauern teleporten. Und kriegen dann noch einen Eintopf. Der wiederum gibt uns 1 Stärke. Hier sind wieder Suchende. Na, dann komm mal her. Gut, die Suchenden, naja, sind jetzt nicht gerade so geil. Vollheilung! Ich dachte... Heilkraft 800. Naja, so eine richtige Vollheilung ist das jetzt nicht, aber von mir aus. Ist jetzt wieder ordentlich Respawn gekommen. Ich habe immer noch 14 Lernpunkte. Das ist jetzt die Frage, wohin mit dem Shit? Kohle habe ich jetzt auch nicht mehr viel. Dann ist das halt nun mal so. Ich könnte ja mal fragen oder gucken, ob die Alte mir beibringen kann, wie man Dingsbums, wie man Tank der Geschwindigkeit macht. Ja, das war nicht so geil. Dieser Gitter hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch keinen Schlafplatz. So, wenn wir beim Schrein Innos beten, ja, und nicht voll geheilt sind, dann heilt er uns voll. Deswegen heile ich mich immer voll und versuche dann zu spenden und zu beten. Ich speichere vorher mal ab. Mana +1. Super, hat gewirkt. Wieder abgespeichert.
Wie viel Mana haben wir denn jetzt? 181. Ja, das läuft, ne? Pyroker kann es bis 300 Mana lernen. Aber nur... Dingsbums. Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für Sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte Sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. So, jetzt ist mir noch einen schnellen Titel eingefallen. Welcher? Geschick? Nee, Geschick nicht. Ich möchte Geschwindigkeit. Aber was hast du denn anzubieten? Welche Ware? Sag mir, was du willst. Sonnenallur, Snapperkraut, Kronstöckel! Die hat wieder Kronstöckel! Geil, den hole ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, das brauche ich nicht. So, was es mit schwarzem Erz auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Eigentlich würde ich ja gerne Feuermagierrobe 100, 150, 50. Piratenrüstung, Lederrüstung. Ich weiß nicht, ob ich die Rüstung wirklich verkaufen will, weil die gehören ja eigentlich, haben ja so einen festen Teil. Den Feuerpfeil brauche ich nicht. So, was haben wir denn hier noch? Skelett, Golem. Ich brauche von denen wirklich nur einen. Das behalte ich mal, das auch. Da weiß man nie, was so abgeht. Gut, ich habe aber immer noch nicht genug. Ach. Ich müsste unbedingt mal ins Dingsbums. In ich müsste unbedingt mal in die Stadt. So, mache ich mir jetzt einen Stärketrank? Ne, habe ich ja nicht, ne? Ich habe aber noch Feuerwurzeln, da kann ich mir einen Mana-Trank brauen. So, spezielle Tränke. Trank des Geistes. Supidupi. So, Trank des Geistes plus 5 Mana. Geil. Ist eigentlich krass, dass sie hier keinen Dingsbums hat. Dass die ein Gitter kein Bett hat. Gut, in diesem Part, den mache ich vielleicht mal ein bisschen länger, dass wir mal wieder eine Premiere reinkriegen. Obwohl, ich hatte letzten Donnerstag eine Premiere. Heute ist Sonntag, gestern hatte ich einen langen Stream. Muss nicht immer sein. Ich gucke erstmal, ob ich der Thekla noch so ein bisschen helfen kann und den anderen. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt nicht mehr so viele... Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Ich bin Magiermädchen jetzt hier. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Du bist auch immer hungrig, was? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Deinen Eintopf essen. Ich habe ein paar Drachen erledigt. Oh. Na, dann wird's wohl wieder mal Zeit für einen ordentlichen Eintopf. Oh, danke. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Das war's. Kein Eintopf mehr da. Schade. Ich glaube, wenn wir Bulko besiegt haben, vor der Drachenjagd besiegt hätten, dann hättet ihr uns als Söldner noch mal ein paar Eintöpfe gegeben. Aber passt schon, finde ich. Ist soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ich muss erstmal meinen Ventilator wieder anschalten. Eieiei. So, wir haben jetzt zwei Eintöpfe von der Thekla. Normalerweise hätte ich zwei gehabt. Warum hat die mir jetzt nur einen gegeben? Ich mache das nochmal, um das in aller Ruhe zu machen. Hab ich? Ja, hab ich. Weil ich finde das ein bisschen komisch. Normalerweise hätte die uns zwei geben müssen.
ich irgendwie ein bisschen strange, dass die mir jetzt noch einen gegeben hat. Hier ist... Danke. Das hatte ich früher auch immer gesehen. Du bist ab. Ich habe ein... Oh, okay. Wir mussten ja nur den Gefallen tun. Gut, dann ist es halt so. So, ansonsten können wir hier nichts mehr machen. Was haben wir denn sonst noch für Quests? Der Aufschneider. Dann eine Ork-Trophäe. Eine Standard, Armreif oder Ring. Okay. Beim Banditenlager in den Bergen. Gucken wir da doch nochmal danach. Dann hat der Torloff auch wieder Ruhe. Und dann sollte das auch wieder funktionieren. So, ich... Wie viel Snapperkraut habe ich eigentlich noch? Ich wundere mich über gar nichts. Feuerwurzel. Oh, Snapperkraut habe ich eine Menge. Suchende sind hier oben. Ist natürlich doof, dass es den da hier zerlegt hat. Jetzt laufen die Schafe natürlich überall herum. Keine Ahnung, was die Suchenden hier machen, aber sicher ist sicher. Nochmal speichern, weil ich weiß nicht, wie viele mich davon dafür da überraschen. So, die Wache ist hinüber. Nicht so. Warum die nicht respawnt, weiß ich nicht. Ah, nee, das war... Super falsch. Ja, ja. Versuch mich in dein Band zu ziehen. Du hast den Weg der Magie gewählt, um uns zu bezwingen. Ein cleverer Schachzug. Aber auch das wird dir nichts nützen. Ja, 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 alles gut. So. Noch was rumflattern. Gibt's hier noch jemanden? Hm? Nee, ne? Wenn, dann höchstens hier oder da drüben im Turm. Ich guck hier überall noch mal nach. Vielleicht finde ich ja was. Nö, hier ist nichts. Gut, guti, guti, guti. Supi, dupi, guti, guti. Auch nichts. Toll, auf ernsthaft. Wegen einem so einen beschissenen Suchen, dann hast du uns hier hochgeschickt. Kommt man sich fast verarscht vor. Wenn du mir kein Geld oder XP gibst, ey, dann werde ich aber sauer. So, hier ist alles ruhig. Genauso wie hier. Krähe, Krähe, Krähe. Ja, ja, ist ja gut. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum das hier oben ist, aber ich glaube, das soll ein Zeichen vom Spiel sein, dass dieser Part halt für das Addon sehr wichtig ist. Da muss ich auch noch mal hin. Schaff, schaff, schaff. Gut, Torloff, die Suchenden sind platt. Aber es gab keinen Tagebucheintrag, ne?
Von daher ist es immer ein bisschen schwierig, ob das jetzt alles war oder nicht, oder ob ich die um... Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich weiß gar nicht. Gut, ein paar Erfahrungen, aber sonst mal. Elena, hallo, hübsches Kind. Ich habe mir das schon gedacht. Erzähl mir nichts, ihr Kind. Zeig mir dann. Was kann ich dir? Leider hast du nichts. Schade. Warum er sich so aufregt, ist doch. Das ist doch alles nur geregelt. Gut. Hab ich den nicht eben beim letzten Mal schon abgesenkt? Abgezogen? Nee, ne? Das interessiert mich nicht. Ich hab mir das schon gedacht. Gut. Das haben wir. Super. Jetzt gehe ich nochmal zurück und guck nochmal, ob ich bei der Taverne noch irgendwas machen kann. Aber ich glaube, die Bauern sind soweit alle zufrieden. Ja, für leistungsschwache PCs konnte man damals mit den F-Tasten die Sicht ein bisschen einschränken. Das war so der Standard. Das war schon für gute PCs und das war halt, es hat halt gelaggt. Das war, glaube ich, eher noch was für Screenshots oder so. Und das hier wurde, glaube ich, im Nachhinein später eingeführt. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also da lasse ich mich auch ganz gerne verbessern. So. Ich bin ganz normal. Gut, Buster kann mir nichts mehr beibringen. Ich werde mich da nicht einmischen. Machst du noch irgendwas zum Verkaufen? Zeig mir, wie ich hat. Wenn du noch. Oh, okay. Oh, 5 Stück 20. Ich glaube, teurer wird's nicht. Hey, du. Entschuldigung, ich wollte nicht, dass du was hast. Zeig mir die Auswahl. Ja, Auswahl ist nicht sehr groß, ist mir schon klar. Nee, du hast wirklich nichts für mich. Okay, dann lassen wir das mal bleiben. Der bringt dir wirklich durchaus bei, wie man härter zuschlägt, bis 200. Das ist schon mal ganz nice. Ansonsten gibt's hier nichts mehr, ne? Da hinten ist das Weidenplateau. Da ist alles ruhig. Jetzt könnte ich nur noch die Höhlen so im Korinus so ein bisschen abklappern. Und könnte gucken, ob hier noch so ein paar Orks rumlaufen. Aber ich möchte eigentlich das aufräumen. Als Offscreen-Aufgabe. Belassen. Keine Ahnung, warum du so lange gebraucht hast, aber soll mir recht sein. Habe ich eigentlich das Auginos angezogen? Ja, ne? Ist auch aufgeladen, super. Jo, ich glaube am Sonnenkreis, wo die Sonnenwende abgehalten wird, gibt's wieder was. Wie läuft deine Pinte? Hoffentlich verziehen sich diese schwarzen Magier bald wieder. Sonst kann ich die Taverne dicht machen. Es traut sich ja fast keiner mehr her. Das stimmt. Ansonsten ist hier keiner. Gut. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz in den magischen Brief von Piroka gucken. Nachricht. Ich habe das irgendwo. Fernando Vino Malagbromo haben wir. Engrom bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Wo habe ich denn das notiert? Irgendwo habe ich mir das doch notiert. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz meine Notizen raussuchen. Eieiei.
Randolph und Brutus. Gut, wo Brutus ist, mir schon klar. Der, mit dem, da muss ich nochmal ins Miental. Randolph, wo der ist, weiß ich auch, glaube ich. Bin mir da aber auch nicht so ganz sicher. Da ist ein Suchhund, aber hier ist nichts, ne? Okay. Ah, ich hätte schlafen sollen in der Taverne. Ich wollte ihn eigentlich umknüppeln. Du hast den Weg der... Ja, kennen wir schon. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Gibt's hier irgendwelchen Respawn? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, hier war ich schon gewesen. Weil hier laufen nämlich ein paar Warane normalerweise rum, die dir ans Leder wollen. Die denken, lecker, schmecker, ein Gräfchen zum Mitnehmen, bitte. Ist mir nämlich schon mal passiert, dass ich hier runtergeplumpst bin, deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Immer schön First Person. Ganz einfach durch das Drücken von F machbar. Nein, da will ich nicht runter. Da möchte ich nicht runter. Nee, nee, nee. So, dann ist hier alles leer. Vielleicht da unten noch. In dem unteren Tal. Da habe ich schon mal einen Schattenläufer platt gemacht. Aber da kann natürlich auch noch ein Respawn gekommen sein. Aber ich meine, wir hätten hier so ziemlich vieles. Aufgeräumt. So, das ist der Randolph. Ich glaube, wenn er besessen ist, kann ich ihm leichter 2 Gold, aber 140 EP. Nimmt man gerne mit. Kümmere dich nicht um die Scharen. Sie werden alle von uns geknechtet. Hast du echt einen Knall, oder? No. Warte mal. Sonst noch irgendwas passiert? Die schwarzen Kapuzenmänner suchen dich. Ach. Das ist ja ganz was Neues. Schon gut. Ich dachte, ich erwähne es mal. Ist mir schon klar, dass sie mich suchen. Gut. Naja, nicht so gut. Um ehrlich zu sein. Kati! Hey. Immer noch alles in Ordnung bei dir? Es geht schon. Ich frage mich nur, wie lange wir diese schwarzen Teufel noch erdulden müssen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Sie schleichen ums Haus und machen so seltsame Geräusche. Ich bin dran, Mädchen. Ich bin dran. Ich leg mich mal kurz in euer Bett, ne? Keine Ahnung, wem sein Bett das ist. Riecht nach Kati. Schnupper, schnupper. So, bam, 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 bam. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder ein neues Dingsbums finden. So, du kannst natürlich mit denen ein bisschen rumärgern.
Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Okay, habe ich das jetzt irgendwie getriggert? Normalerweise kannst du die nämlich auch... Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Die erzählen das Gleiche? Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Das können wir jetzt immer so weiter treiben, bis die beiden sich kloppen. Oh, schön. Das gefällt mir. Hey. Tonak! Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Du kannst jederzeit wieder zurück. Telbor! Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Die sagen immer das Gleiche. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Hey, du. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Okay, wir müssen jetzt alles hin und her und irgendwann ist unser Charakter das Leid. Hey. Dein Bruder... Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Wenn wir das, glaube ich, noch einmal machen, dann kloppen die sich. Komm schon, ich will Action sehen. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Hey, du. Ich will wissen, wer gewinnt von denen. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Drecksker gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Macht doch, was ihr wollt. Ich gehe. Ja, verdrück dich ruhig. Okay, gut. Wenn ich gesagt hätte, geh ihm... Ich glaube, die beiden hätten sich geprügelt. Schade, schade. Habe ich jetzt das Falsche getroffen? Hey. Ich finde... Der Dreckskerl... Ich werde... Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Oh, meine Güte. Die kloppen sich mit Sicheln. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Die Treppe. Ey! Nicht ich! Ja, doch, so viel halten die nicht aus. Das sind solche Idioten.
Zwei Brühen. Wie sagte der Vizeadmiral Gab? Na, der nächste Hit entscheidet. Nicht schlecht. Du arme Wurst, hast du ja nicht mal Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Maulrat-Fett. Interessant. Das ist für irgendeine Quest, aber die können wir leider nicht triggern. Ich weiß auch nicht, die habe ich noch nie getriggert bekommen. Das ist so eine Quest bei Vino, glaube ich. So, macht aber nichts. Gut, blöd gelaufen. Hier ist noch ein Feldräuber. Ich glaube, der war questbedingt. Und aufgeräumt habe ich hier schon. Ich spende hier den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.